Moin und herzlich willkommen zu Zenit der Könige. Ich habe das Glück gehabt, heute ist der, Moment, ich glaube der 19. Genau, jetzt Donnerstag und ich habe schon in meinem Spielwarenhandel Zenit der Könige Box bekommen mit Regi Trago. Leider 27 Euro, aber ich habe gedacht, ist ein Local Store, ich nehme es dann mit und wir schauen mal gemeinsam rein, was wir jetzt hier drin ziehen werden. Immer wenn ein neues Set rauskommt, mache ich das so, dass ich das erste Booster oder Glister oder so immer in einem Local Store kaufe. Einfach support your Local Store, so mag ich ganz gerne. Genau, und wir gehen jetzt rein und dann wird es demnächst losgehen und wir hämmern Zenit der Könige durch. Ich habe 6 ETBs vorbestellt, 2 andere Boxen und ganz viele Sachen, die jetzt dann im Laufe der nächsten Monate kommen. Und ich möchte, ich sag's nicht oft, aber ich habe es doch schon nie gesagt, ich möchte ein Masterset von Zenit der Könige. Drückt mir die Daumen, dass wir das schaffen und wir fangen einfach mal ran an jetzt und gehen rein. So, das ist das gute Stück. Ja, das erste Mal, dass wir Zenit der Könige aufmachen. Ich bin mehr als hyped. Ich habe auch noch nicht mal irgendwelche Hüllen da liegen. Muss ich gleich mal noch holen. Und oh, herrlich. Oh. SWSH 281 Regi Trago. Ich finde Regi Trago auch super. Mein Kollege hat ihn alternativ gezogen, Nils, der manchmal auf dem Kanal hier mitmacht. Sehr schönes Artwork mit Lugia im Hintergrund. Dann nochmal die Promo normalen Zustand. Sehr schön, also es ist eine sehr schöne Promo. Oh Gott, ich muss erstmal gleich noch Hüllen holen. Und hier haben wir noch Regi Eleki, wobei ich hiervon dieses Starfall richtig schön finde. Ich sammle die Starfalls sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr schön. Also finde ich viel schöner die Artworks als, ups, nein, als die Striche. So, dann haben wir 4 Päckchen Zenit der Könige. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, das letzte Mal, als ich meinen Local Store, wie gesagt, das gekauft habe, hier der Code ist für euch, viel Spaß damit, war das ein Blister gewesen von Silver Tempest und ich habe ein alternatives Gunka Poo gezogen. Steht hier sogar noch rum. Und mal schauen. Ich denke mal, wir brauchen so 3-4 Top-Loader. Ich bin richtig gehypt. Also, ha, das erste Mal. Oh Gott. Wir gehen einfach mal rein. Ich habe mich auch nicht von den Artworks spoilern lassen. Ich habe keine japanischen Karten irgendwie aufgemacht oder mir angeschaut. Großartig. Ich bin richtig gespannt. Ja, auf jeden Fall ein Black Code. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Let's go, Freunde. Ich habe richtig Lust darauf. Wir haben Lunastein. Die Rettungsbox, Amphira, Fililu, Mabula, Algit, Iguana, Wolli, unsere erste Reverse ist ein Wolverock und ein Relaxo als Rare. Oh Gott, das ist kein schönes Relaxo-Artwork. Nein, bitte doch nicht sowas. Ah, ich werde jetzt am Ende sleeven. Oh nein, ich mag diese Knet und Stoffartwork gar nicht so. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, mal schauen. Wir haben ein Georock, wir haben ein Sonderbonbon, ein Luxio, ein Energiezugewinn, ein Scheinux, ein sehr schönes Artwork. Ein Igniwo finde ich auch sehr schön gemacht und ja, Weilmar ist auch super. Pokéball und ich hätte gerne eine Trainergalerie-Karte. Strahlendes Akup. Ja, da geht's gut los. Und ein Wailord in Non-Holo. Und Blasenkuli, was ist das für eine lustige Attacke. Aber wir haben das Radiant Equip gezogen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und dann gehen wir in die letzten beiden Booster rein. 1, 2, 3, 4. Und let's go. Wir haben Cesurio, Lunastein, die Rettungsbox. Das ist ein ganz komisches Artwork, sieht so leicht verpixelt aus. Energie zu gewinnen. Emolga, Libiskus, ein Plaudergei im Regen, ein Yanma. Was ist das für ein Silvering? Oh, ich glaube. Wir haben die Mel als Trainer-Gallery-Card. Nice! Das hat irgendwie so ein Damage hier oben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Oh, wie stark. Und eine Secret Rare. Feuerenergie. Was für ein Pack! Ach krass, oh. Gut, ich muss doch gleich mal sleeven hier.
Wie schön! Lege eine Energiekarte aus deinem Ablagestapel an einen deiner Pokémon V an. Wenn du das machst, ziehe drei Karten. Ach, wie schön! Ach, wie schön! Und dann noch... Wow! Oh, wie schön! Da freue ich mich sehr darüber. Also, hat sich jetzt schon definitiv gelohnt. Krass! Ich habe was gedacht, ich sehe wieder irgendwas, was nicht da ist. Ist ja meistens so bei mir. Aber das war ja super gerade gewesen. So, wir haben einen Stolrak. Freunde aus Sinnoh, ein Duflor, ein Mangunior, oh Gott, ist das schön, Kikugi, Staralili, ein Tausch, ein Owei und Zeraora Vista Alternativ. Oh Gott, die wollte ich unbedingt haben. Zeraora ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Wie krass, was ist denn das bitte für ein alter Schwede? Und ein Rayquaza V. What the hell? Wir haben 5 Hits aus 4 Booster. Also ich werde immer mein erstes Pack in diesem Laden kaufen. Ich verrate euch auch nicht, welcher Laden, ist ganz geheim. Krass, was sind denn das für gute Hits? Das ist ja unglaublich. Wir haben noch 2 Lord gezogen. Das strahlende Akup. Dann ein, oh Gott, das Relaxo. Oh Gott, das fühle ich nicht. Aber wir haben Zeraora Vista und alter Schwede. Ich habe richtig Lust auf das Set. Also morgen oder übermorgen kommen meine 6 ETBs an. Mir fällt gerade ein, ich muss auch noch einen Short für morgen aufnehmen. Weil die morgen früh habe ich noch keine, ist die Bestellung noch nicht da. Aber ich werde mir das einfallen lassen, was ich dann aufmache. Aber krass, krass. Wie geht denn das Set bitte los? Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Openings von Sneaker Könige. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure ersten Puls so waren. Also ich bin mehr als zufrieden. Alter Schwede. Das war ja unglaublich. Und jetzt reicht es auch mit dem Video. Macht's schön gut und ein schönes Wochenende. Tschüss.